Hey ho, liebe Tastaturtasten-Terroristen! Willkommen zurück zu Suikoden 5! Normalerweise müssten wir jetzt langsam den Angriff auf Sol Falena blasen. Aber bevor wir das tun, blase ich... Nein, nicht nach Lord Lake! Kannst mich mal! Ich glaube, es war Biberburg. Und zwar ist es lange, 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 lange her, dass wir das letzte Mal in Biberburg waren. Aber Biberburg, wenn ich ehrlich sein soll, interessiert mich gerade mal überhaupt nicht. Vor allem, weil die hier nicht zu die Pötte kommen, um die angesenkten Trittbretter irgendwie mal auszutauschen. Nicht wahr, kleines... Oh, das ist aber ein riesiger Knuffelmops hier. Ja, wie dem auch sei. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, können und müssen wir hier lang gehen, um woanders hinzugehen. Offscreen habe ich noch... War das da vorne? Bin jetzt gerade nicht mehr sicher, nee. Offscreen habe ich noch ein paar andere Dinge gemacht. Beispielsweise mein Inventar ein bisschen aufgeräumt, Dinge ins Lager gepackt. Ich habe meine Waffen. Der ist neu, oder? Was ist das denn? Lindwurm. Okay, baden wir in seinem Blute und werden unverwundbar. Abgesehen von einer Stelle. So, genau. Wir wollen die Falkenrune einsetzen. Ich glaube, den kennen wir noch nicht, deswegen lasse ich ihn mal drin. Ich habe meine Waffen soweit aufgenudelt. Ich hoffe, dass Levi das überlebt. Du kannst nur... Moment. Sie hat die Sprintrune, das habe ich gesehen. Ich weiß nur nicht, was das Ding tut. Boah, ein netter Schuss. Ein sehr nettes Schüsschen. Aber eine sehr nette Kombo, wie die hier gerade passiert. Okay, das ist... The Laser! Es ist quasi nur ein Derivat des, Salamander-artigen Salamanders, den wir mal bekämpft haben. Aber ansonsten scheint er nicht so wahnsinnig viel auf dem Kasten zu haben. Guck mal, Miyakis. Du kannst dich... Oh, da hat sie den Blattschuss verteilt. Ich habe meine Waffen bei den meisten Leuten, wo es sinnvoll... Halleluja. Sinnvoll ist auf Stufe 16 dank des Platinhammers aufgelevelt. Das ist eine einzige Stufe mehr als die, die wir sonst hatten. Ich habe gerade nur das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Ich trage die Königskugel, wollte ich nur gesagt haben. Und... It's a giant enemy crab! And I attack its weak point for massive damage! Hoffe ich jedenfalls. Ja, abgesehen von dir. Wobei, Levi habe ich eigentlich nur aus einem Grund so... Hey, ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Moment! Okay, jetzt dürft ihr wieder. Oh, wie es zittert. Oh, ich mag Katarie mit ihrem Sniper-Ding. Das ist toll, es ist fantastisch. Ich weiß es so nicht mehr. Wo war die Scheiße jetzt? Ja, dann muss ich nochmal gucken, wie mir scheint. Oder ich musste den anderen Ausgang aus Biberburg gehen. Ah, ich glaube, ich muss den anderen Ausgang gehen, dann gehen Süden oder so. Das wird's gewesen sein. Aber mittlerweile kann ich eigentlich auch nur sagen, also wenn ich so sehe, 40 Schadenspunkte, wenn die Miyakis durch das Blutschuppenhemd Lebenspunkte verliert, das ist nicht von schlechten Eltern. Ich bin am überlegen, ob ich Birkut noch eine andere Rune gebe, aber das werde ich offscreen mal gucken. Ja, sonst habe ich noch mein, wie gesagt, mein Lager befüllt, auch unter anderem mit den Runenstücken, die ich so bisher gefunden habe. Und was ich persönlich halt interessant finde, weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen nachverfolgt habt, also ich weiß noch nicht, wie gut sie ist, aber ich habe über den Verlauf des Spiels so Todesstück oder Todesruf-Runenstücke gefunden. Und jetzt habe ich tatsächlich es geschafft, 4 davon zusammen zu sammeln. Und es ist hinüber, sehr schön. 4 davon zusammen zu sammeln und ich habe es in eine Kugel umgewandelt. Ich habe diese Rune bis jetzt noch auf keinen Charakter ausgerüstet, weil ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht weiß, wer meine nächste Party werden wird. Ah, hier war es, genau. Wer meine nächste Party werden wird. Und dann möchte ich das Ding doch gerne noch einmal ausrüsten und benutzen. So, diesen Ort hier erkennt ihr vielleicht sogar wieder. Und ich muss, sollte jetzt tun, nicht schauen, dass ich es irgendwie schaffe, hier einigermaßen zum Ende zu kommen. Wir hatten hier nämlich noch einen Charakter übrig gelassen zum Rekrutieren. Und zwar das ist noch schon ganz lange her. Als Evil Rico mir sagte, hey Bernd,
Du solltest, glaube ich, um irgendwie coolere Dialoge zu kriegen, einfach mal ganz lange warten, bis du den Charakter rekrutierst. Und deswegen habe ich jetzt ganz lange gewartet. Jetzt hat mir Evil Rico schon eine, ja, relativ längere Zeit nichts mehr geschrieben. Und dann kam jetzt ein Kommentar von wegen, guck, dass du vor Soulfall, vor dem Angriff auf Stormfist ihn rekrutierst. Und hat mich gesagt, es ist ein bisschen spät an der Stelle, da bin ich nämlich schon. Und deswegen bin ich gespannt, ob das jetzt was wird. Aber letztendlich, die Königskugel hat es geschafft, mich hier so einigermaßen durchzubringen. Levi ist ein alter Sack und das ist gut, weil sowas brauchen wir ja, um die Schildkröte zu rekrutieren. Und deswegen gucke ich mal, ob das jetzt endlich mal funktioniert. Jedenfalls ist sie noch da. Hoho, ich dachte, ich spüre ein altes Lebewesen. Und nun bist du da, junger Mann. Was brauchst du dieses Mal? Ich kam nur gerade vorbei. Na, bitte begleite mich. Hoho, unglücklicherweise kann ich nicht mit dir gehen. Ich sehe, dass du immer noch alte Leute zurücklässt. Das wird nichts. Arsch. Arsch. Okay, ich werde mich mal hier wieder rausbegeben. Ich sehe euch hier wieder. Ich muss, glaube ich, Levi ein wenig nachleveln. Was anderes geht irgendwie gerade, glaube ich, nicht. Das ist das andere, was ich dazu gelesen habe. Dass irgendwie der alte Charakter, ich glaube, irgendwie ein Level, maximal ein Level unter dem Prinzen sein darf. Und das wird jetzt ein bisschen was dauern. Deswegen sage ich mal, nicht hier richtig? Nee, ich glaube nicht. Sage ich mal, bis später. Ich war doch richtig. So, da bin ich wieder. Ich bin ein bisschen in der Oberwelt rumgerannt und ich hoffe, man sieht es, dass der Level-Grind nicht dazu da war, dass ich jetzt hier übermäßig Level bekommen habe, sondern ich habe Levi so lange trainiert, bis er ein Level unter dem Prinzen ist. Ich weiß gar nicht, ob der Prinz überhaupt ein Level dabei gemacht hat. Höchstens eins. Bin ich mir nicht mehr sicher. Also es war ein bisschen rumgerenne und jetzt ist Levi ein Level unter dem Prinzen und ich hoffe inständig, dass es das jetzt auch tut und ich ihn nicht auf dasselbe Level. Huhu, bla bla, junger alter Mann, dieses Mal, was willst du haben tun? Begleite mich. Oh, ho, ho, ich sehe, du hast dich geändert. Jetzt kommst du auch mit alten Leuten zurecht. Also gut, junger Mann, ich werde dir einen kleinen Besuch abstatten. Freundschaft! Wir sind Freund geworden mit Pierre und er ist anders als Geno. Moment. Egal. Also, soll ich jetzt einfach mitgehen? Nee. Verpiss dich. Ohoho, dann besuche ich dein Zuhause. Wenn du es schaffst, gerne. Okay, und wenn ich das richtig im Kopf habe, das war jetzt. Eigentlich ist es schon, wenn man alles bis dahin gemacht hat. Aber in meinem Fall jetzt müsste das letzte der 108 Partymitglieder bzw. rekrutierbaren Charaktere. Bla, also ihr wisst schon, einer der Grammatik ist schlecht heute bei mir. Es ist der letzte zu rekrutierende Charakter in diesem Spiel für mich. Und woran kann man das erkennen? Ich gehe mal ins Schloss und suche Cerase auf. Deswegen sage ich mal bis gleich. Die Kammer der Mystik mit Cerase an ihrer Spitzenfront. Okay. Hier sind schon mal sämtliche Namen soweit aufgehoben. Ich scrolle jetzt einfach mal durch. Es wäre schön, wenn es einen Scrollbalken geben würde, sodass man sehen kann, wie viel man noch hat. Aber ihr seht, jeder einzelne Punkt ist ausgefüllt. Und dementsprechend habe ich sämtliche Charaktere rekrutiert. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es Sire-Leads hier auch irgendwo gibt, weil das wäre eine sehr interessante Sache im Zug zu dem, was quasi hier vor uns liegt und was in der letzten Folge auch zurückliegt. Ich kann sie jetzt gerade leider Gottes nicht so wirklich erkennen. Aber wie dem auch sei, wir haben alle Charaktere zusammen. Wir können also das gute Ende uns angucken. Aber das soll uns jetzt erstmal hier nicht weiter kümmern, weil das Ende ist natürlich noch ein wenig in Entfernung. Wir müssen noch Solfalena angreifen und da
die gute Lady Mercis mir nicht weiterhilft in diesem Anliegen, gehe ich einfach mal pennen. Say that again. The Godwin soldiers are going to withdraw from Rainwall. Aren't you happy? Yes, yes, of course we are. Why did you... What I do is none of your business. Yes, yes, Your Highness. So sorry, Your Highness. All right, so I've given you the message then. Oh, and one more thing, Salem. Why, of course, Your Highness. What is it? I want to talk to you about Lucerina. Come here. Yes, yes? Please, Your Highness, tell me about Lucerina. Well, she's... how can I put it? She's doing really well. Actually, she seems to have forgotten all about you. So now... you can rest in peace. No! Did you really think I was going to forgive you? Huh. Don't worry, I'm not going to kill you. Now that an imbecile like you is head of the Barrows faction, I'm sure it will fall to ruin anyway. Holy shit. Du, was machst du hier? Ich bin nur hier, um euch zu helfen, falls ihr nicht den Mut habt, es zu tun, um es präzise auszudrücken. Giselle hat dich auf mich angesetzt, oder? Er traut mir nicht zu, diesen Auftrag auszuführen. Dieser erbärmliche... Wenn ihr nicht damit fertig werdet, überlasst es einfach mir. Nicht nötig, ich bin bereits damit fertig geworden. Oh Mann, dass ich... dass sie sich so geändert hat, beziehungsweise, dass sie die ganze Zeit ihren eigentlichen Charakter so weit im Zaum gehalten hat, dass man davon nichts bemerkte, ist erstaunlich. Ich speichere bis gleich. So, ich bin wieder bei Vicky. Und jetzt, nachdem diese Sequenz passiert ist, kann ich mich nach Rainwall teleportieren. Das hatte ich schon vorher mal versucht, bevor ich zu Geno aufgetreten bin, aber ich habe gesagt, zu Geno aufgetreten bin, also zur Schildkröte gegangen bin, das wollte ich gesagt haben. Aber da war der Ort noch nicht freigeschaltet, das ist erst jetzt passiert, nachdem Sirelitz ihre niederträchtige Tat dort vollbracht hat. Und was mich jetzt interessiert ist... ob ich mit Freador jetzt sein, oder Hurums Anwesen betreten kann, nachdem der arme Knabe jetzt seinen Vater verloren hat. Aber offensichtlich gibt es hier keine Begegnung, zumindest jetzt gerade mit ihm. Wenn ich mich recht entsinne, war das sein... Ja, das war sein Zimmer, da ist das Lims Lea-Gemälde, was er von ihr gemalt hat, aber sonst scheint hier... keinerlei Anhaltspunkt zu sein, wo er sich derzeit gegebenenfalls aufhält. Im Gästezimmer ist er nicht. Und dann bleibt eigentlich nur noch das Zimmer hier übrig. Aber hier sehe ich ihn auch nicht. Okay, das war ja früher unsere erste Basis, bevor wir Schloss Morgenrot fertig gemacht haben, also renoviert haben und so. Guck mal, das war, glaube ich, das Lager. Hier unten haben sie die Rune aufbewahrt. Aber auch hier... Ich gucke jetzt gerade mal, ob er sich vielleicht selber im Schrank eingeschlossen hat oder sowas. Nein, auch nicht. Jetzt gucke ich nochmal, ob auf der anderen Seite des Hauses noch ein anderer Raum gewesen ist. Und ansonsten würde ich halt, glaube ich, aufgeben und ihn nicht mehr suchen. Das bist du nicht, oder? Nein. Aber es gibt da noch eine andere Geschichte. Beziehungsweise einen anderen Storystrang.
Und den habe ich ja mal gemacht, den B-Strang genannt. Und habe euch gezeigt, was passiert, wenn mit Schloss Morgenrot, wenn wir versuchen, das zu halten, anstatt es zu verlassen. Und da gibt es tatsächlich einen etwas anderen Ausgang. Wenn Salum Barrows getötet wird von Lady Sirelitz. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, deswegen werde ich jetzt meinen Strang B-Speicherstand laden und mich ebenfalls hierhin teleportieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier bin ich mit meinem Strang B-Speicherstand. Und ihr erinnert euch, ich habe in diesem Stand nicht Arish rekrutiert, wie ich es im anderen Speicherstand gemacht habe. Und das ist der Grund, weswegen jetzt hier etwas passieren sollte. Na hallo, Prinz. Lange nicht gesehen, nicht? Oh, hast du gehört? Ich bin das neue Oberhaupt der Barrows, weil Lady Sirelitz hat meinen Vater getötet. Lady Sirelitz sagte zu mir, die Barrows wird es nicht mehr lange geben mit einem Verlierer wie mir an der Spitze. Darum ließ sie mich leben. Und ich denke, sie hat recht. Das ist wahrlich das Ende der Familie Barrows und an allem, allem bist nur du schuld. Du hast mir alles weggenommen. Gib es zurück, gib die Ehre der Barrows zurück, gib Losarina zurück und Vater, gib mir meinen Vater zurück. Oh Gott, bitte, gib ihn mir zurück. Bruder, beherrsche dich. Losarina. Vater und die ganze Familie Barrows bekamen, was wir verdienten für unsere abscheulichen Bestrebungen. Warum kannst du das nicht verstehen? Du irrst dich! Das kann nicht sein! Ich habe nicht! Beherrsche dich, Bruder! Du bist das Oberhaupt des Hauses Barrows, oder nicht? Bruder. Eure Hoheit, lass mir meinen Bruder allein. Ja, das ist wohl das Beste, aber nein. Nur mit ihm sprechen. Prinz. Jetzt werde ich es mal probieren, ob er sich in sein eigenes Zimmer zurückgezogen hat oder... Nein, da ist er nicht. Ich bin auch ein Blindfisch. Da unten steht er doch. Ja, die Wahrheit muss gesagt werden. Ich wusste es die ganze Zeit. Ja, natürlich, Mutter. Ich verstehe. Prinz, ich habe viel Unrecht begangen und viel Schmerz verursacht. Ich weiß, dass ein paar Worte meine Missetat nicht rückgängig machen. Aber denkt ihr, es gibt eine Möglichkeit, es wieder gut zu machen? Natürlich. Nach allem, was du getan hast. Was hat er getan? Ja, er hat mit seinem Vater gegen uns intrigiert. Damals, als wir noch auf die Barrows Hilfe angewiesen waren, falls ihr euch erinnert. Und dann erinnere ich mich noch daran, dass er... dieses eine verfluchte Buch oder was es war, in unsere Obhut geben wollte, um unser Unglück zu besiegeln. Und dann hat er, wo war das, was? Ist Sable oder woanders? Hat er auch versucht, die Bevölkerung auf den Prinzen aufzuhetzen. Aber wir sind ein gnädiger Fregatur. Eure Hoheit. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Von diesem Tage an gelobe ich Euron Barrows, seiner Majestät, dem Prinzen, absolute Loyalität. Denkt an meine Worte. Ich verschreibe mein Leben eurer Sache und Falena. Und Euron ist der Gruppe als normaler Charakter, nicht als normaler, als quasi nicht benutzbarer Support-Charakter an dieser Stelle hier beigetreten. Mal sehen, was die Schwester jetzt, Losarina, dazu sagt. Bruder? Losarina, ich habe dir viel Kummer und Peinlichkeiten gebracht. Ich verdiene wohl kaum, dass du mich Bruder nennst. Ich erwarte nicht, dass du mir sofort verzeihst. Ich hoffe nur, dass du mir erlaubst, mich zu rehabilitieren.
Bruder. Prinz, vielen Dank. Wenn seine Hoheit seine Zustimmung gegeben hat, habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Lass uns die Bürde der Missetaten der Familie Barrows gemeinsam tragen, mein Bruder. Lusarina. Verzeih mir und danke. Ist schon gut, dafür hat man eine Schwester. Oh, aber was ist mit Mutter? Es geht ihr gut. Sie sagte, wir wollen weitermachen und uns nicht um sie sorgen. Ich verstehe. Nun, Prinz, gehen wir. Zusammen. Freundschaft! Und wir haben Freundschaft mit Hyrum geschlossen. Und er möchte sich deutlich besser rehabilitieren als Pierre. Jetzt weiß ich nicht, ob es noch irgendwie eine Art von Sequenz gibt, wenn wir das Schloss betreten. Das gibt es ja bei dem ein oder anderen Charakter. Deswegen sehe ich euch wieder, wenn ich das Ende der Stadt erreicht habe und mich zurückteleportieren kann. Prinz, gute Arbeit. Ich gehe zurück auf meinen Posten. Ich werde da sein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Puh, ich brauche bessere Performance. Naja, gut. Interessant, dass sie jetzt auf einen anderen Posten geht, als den ich kenne. Ey, Lusarina! Wollt ihr mir jetzt angucken, was dieser Hyrum eigentlich so macht? Was er vielleicht auf dem Kasten hat oder so. Ich resette den Raum nochmal. Hoffe, dass sie jetzt wieder oben steht. Damit ich meine Ja, da ist sie doch. Sie ist wieder auf ihrem angestammten Posten. Aber ich bin euch so dankbar, dass ihr meinen Bruder akzeptiert habt. Ja, auf der einen Seite sage ich jetzt nur, schade ein wenig, dass es nur quasi hier temporär ist, weil im B-Strang und auf dem Strang, wo wir weitermachen werden mit dem Spiel, ist es natürlich nicht der Fall, dass wir Hyrum Barrows rekrutiert haben. Dafür habe ich halt Eresh. Was unter anderem ganz gut sein soll, was ich gelesen habe, ist, dass kein Hyrum. Okay, dann ist er wohl noch nicht verfügbar. Also, was ich gelesen habe, ist, dass Hyrum eigentlich ein furchtbar schlechter Charakter ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er hier als Kämpfer dabei ist. Aber wenn ja, dann soll er ein sehr, sehr schlechter Kämpfer sein. Und Eresh der deutlich bessere Charakter als er. Und außerdem bietet Eresh eben den Zugang zu ihrem Dungeon, wo wir dereinst waren, der optional ist und einen recht schwierigen optionalen Boss beinhaltet hat. Und da kann man, oder soll man ganz gut Geld farmen und Levels farmen können. Da war ich aber jetzt aber eben nicht mit Gino. Ja, das wäre es hier auf dem B-Strang jetzt erstmal. Eventuell kann ich über diesen halt noch das normale Ende zeigen. Oder was man hat, wenn man nicht sämtliche Charaktere sein eigen nennt. Und ich denke mal, dass es genug ist für eine Folge. Und in der nächsten Folge beginnt es dann. Der Sturm auf Solfalena gar selbst, die Bastion, die einst unsere Heimat, doch jetzt das Herz des Feindeslandes ist. Einst unsere Heimat war, ja, wenn ich nicht richtig weiß, was ich sagen will. Jetzt müsste hier theoretisch der Slot fehlen, wo Roy quasi eingetragen gewesen ist. Genau, das ist der Slot, wo Roy... Ah ja, stimmt, ich habe Gino noch gar nicht rekrutiert hierbei. Aber, ich habe zwei Charaktere nicht rekrutiert hierbei? Das ist eine interessante Sache. Okay, jetzt weiß ich nicht, was das hier ist. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß jetzt... Wen habe ich denn vergessen? Aber das ist, glaube ich, bei dem Speicherstand eh wurscht. Geno oder Gino kann ich noch rekrutieren. Jetzt fehlt hier das hier noch. Unter Marina, da muss ich mal gucken, wer das gewesen ist. Jedenfalls, es ist egal, weil wenn ich hier alle Charaktere hätte, dann würde ich auch das gute Ende bekommen. Das wollen wir ja nicht. Von daher können die Charaktere sein. Wir sehen uns dann im normalen Speicherstand wieder, dann beim Sturm auf Solfalena in der nächsten Folge von Let's Play Suikoden 5. Bis dann, auf Wiedersehen.